In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Ich glaube, es ist ein neuer Vlog, oder? Hi, ihr Lieben. Ja. Wir sind wieder zu Hause, aber er hat uns gestern Nacht abgeholt. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das erzählt habe. Ich glaube schon. Und ja, jetzt sind wir auf jeden Fall wieder zu Hause. Ich bin ein bisschen verschnupft seit heute Morgen. Ich weiß auch nicht warum. Aber ist ja nicht schlimm. Ja, und dann ist jetzt mein Fußball. Der ist auch heute zu Hause. Ich habe gerade gestaubsaugt. Und ja, soll ich dir helfen? Ja, den habe ich gerade umgezogen. Ich sehe natürlich, also ich laufe rum wie der letzte Penner. Ist aber nicht schlimm. Ich habe die Küche jetzt aufgeräumt. Ich habe die Wäsche abgehangen. Und sonst habe ich auch nichts gemacht. Ich fühle mich auch heute ein bisschen schlapp. Ich fühle mich in letzter Zeit immer schlapp. Also ich fühle mich nicht schlapp, aber durch dieses... Nein, ich erzähle gerade was. Geh mal kurz da weg. Schau, was der da hat und geh durch. Danke. Ja, ich fühle mich heute ein bisschen schlapp, weil meine Nase halt läuft. Wir gehen aber gleich auf jeden Fall. Also heute gibt es bei uns auf jeden Fall Pommes, also selbstgemachte Fritten. Mit Chicken Nuggets. Chicken Nuggets sind natürlich aus dem Tiefkühlfach. Dann wollten wir Lias Sachen heute endlich kaufen. Und ich hoffe, ich kann euch mitnehmen, weil wir haben noch ein bisschen Papierkram zu tun. Worauf ich gar keinen Bock habe. So, wir wollen jetzt einkaufen für Lia. Wir haben jetzt auch alles gekauft, was wir brauchen. Außer jetzt so Erdnüsse und so kaufen wir dann bestimmt so nach 2-3 Wochen aus. Oh. Was denn? Willst du die Kamera? Lina? Meine Dünder! Doktor? Mein Dünder! Sieht ihr überhaupt nicht? Was denn an dir? Ist das nicht die Frau, die du eben angeschrieben hast? Tüte, Kamera. Noch Drinks drauf. Nein, bin ja Pan. Sen oyna, ben gösterim. Hadi aç. Hä? Aç. Hadi oyna. Das ist ein Pferd, ne? At. Nein, at. Genau. So, ihr Lieben, es ist voll dunkel, weil wir gerade im Parkhaus sind. Und auch da sieht man eh nicht, weil der so schwarz ist. Du bist echt schwarz, ne? Ui. Vor allem, wenn du ein weißes T-Shirt anhast, dann bist du noch schwarzer. Geht das schwarzer? Ja, wir haben auf jeden Fall sehr, sehr viel für Lia jetzt geholt. Also nicht, Schatz, wenn wir diese ganzen Sachen, die wir zu Hause haben, nicht gehabt hätten, hätten wir locker 150 Euro ausgegeben, ne? So eine Schneemannbaue. Lina isst übrigens hinten Sushi. Madame ist, ja, ich habe sie mit Jus Sushi auf die Welt gebracht. Meine Mutter sagt was immer. Ja. Lina, der will Sushi? Jui. Ja, ich zeige euch gleich zu Hause die Sachen, die wir gekauft haben. So, meine Herren und Damen, man sagt ja immer Damen und Herren, aber ich sage immer Herren und Damen. Männer haben auch das Recht, einmal das zu hören. Naja, Leute, man Yazidinim, man Yazidinim, man Soranim, Sorani. Aber ich sehe nichts, ja? Der geht nicht.
Ja, meine Damen und Herren. Das ist auch genau dieselbe Frage, wie wenn jeder das fragt. Wird so oft gestellt, diese Frage, ist ein Mann Jeside? Nein, ich bin kein Jeside und ich habe auch nichts gegen Jeside. Ich bin Sorani, ich spreche Sorani. Yani, man khalki Slemanim. Soranim. Degeshten. So. Vor allem, voll viele sagen immer, ich find's voll geil, dass dein Mann Jeside ist. Woher willst du wieder? Nein, er ist wirklich kein Jeside. Und das ist genau dieselbe Frage, wie wenn man sagt, bist du türkischer Zigeuner, bist du keine Ahnung. Das ist genau dieselbe Frage, wie wenn jemand fragt, bist du Christ, bist du Moslem, bist du Jude? Was denn? Hört auf mit dieser Frage. Diese Frage hat einfach keinen Sinn und nichts bedeutet die Frage. Oder geht ihr auch auf der Straße zu den Leuten und sagt, ja, bist du Jeside, bist du Türkin, bist du Christ? Nein, nicht jetzt. Ich schwöre, die Deutschen fragen nie. Ich schwöre, ne? Außer du gehst, keine Ahnung, zum Anwalt oder... Wenn du irgendwelche Formulare ausfüllen musst. Ja, dann fragen die dich, woher du kommst. Ansonsten, das interessiert die nicht. Diese Frage stellen nur unsere Ausländer. Und neugierige Leute. Ehrlich, die sind so neugierig und wenn du dann nicht antwortest, sind die direkt angepisst. Ist doch eine normale Frage, ich meine das auch nicht böse. Ja, wenn du das nicht böse meinst und wenn du weißt, dass YouTuber das nicht mögen, diese Frage, dann stell diese Frage auch nicht. Und die Türken, sobald die sehen, du hast schwarze Haare, auch wenn es eine einzige schwarze Haare ist auf deinem Kopf. Woher aus der Türkei kommst du? Nein, die reden direkt mit dir türkisch. Ja, das stimmt wirklich. Oh, der wird auch, also egal in welches Restaurant wir gehen, wir reden aus Prinzip nur Deutsch. Ich meine auch, wenn ich schwarze Haare habe, das bedeutet nicht, dass ich Türke bin. Das muss ja nicht, dass du mit mir meine gleiche Sprache sprichst. Es ist zwar schön, aber das nervt. Ist das los? Lina, wir können ich lass los nicht mehr hören, ja. Guck mal, wir sind jetzt da. So, ihr Lieben, wir sind jetzt wieder zu Hause und ich musste gerade ein paar Tränchen verdrücken. Also ehrlich gesagt, ich habe geweint, weil wir haben von einer sehr, sehr lieben Zuschauerin, von der Ann-Kathrin, die immer wieder kommentiert. Ihr kennt sie auch, also einige von euch schreiben ihr, also ihr kommentiert immer untereinander. Und sie hat was für Lia geschickt, was selbst gestrickt ist. Schaut mal, wie süß. So süß. Okay, Schatz. Ich habe mich verliebt, echt. Ich habe noch nie in meinem Leben so einen süßen Schaf gesehen. Ja, ich will auf jeden Fall, dass Lina jetzt damit schläft, bis Lia auf die Welt kommt. Also, dass dieser Schaf mit bei uns schläft. Die erste Zeit, damit wir dann... Also damit der Schaf den Geruch von uns annimmt und ich nehme es dann mit ins Krankenhaus. Ich habe noch nie sowas Persönliches bekommen. Wir sind einfach wirklich verliebt. Ist total schön. Und dazu hat sie noch diesen Greifling gemacht und geschickt. Auch total süß. Mein Handy ist in meiner Tasche. Dann hat sie noch diesen Brief dazu geschrieben. Hier, Schatz. Oh Gott. Ich weiß, ich werde jetzt wieder heulen. Wenn aus Liebe Leben wird, bekommt das Glück einen Namen. Liebe ML, bald ist es soweit und ihr könnt einen weiteren Engel in euren Armen halten. Ich bin voller Vorfreude auf die kleine Lia und kann es kaum abwarten zu sehen, mit welch großer Liebe sie in eurer Familie aufgenommen wird. Ein kleines Willkommensgeschenk für die süße Maus ist das Mindeste, was ich euch zu diesem wunderbaren Ereignis mit auf den Weg geben kann. Ich hoffe, Lia wird daran in ein paar Monaten viel Freude haben. Alles, alles erdenkliche Gute für die Geburt und die Zeit danach. Ja, wünsche euch Ann-Kathrin und Familie. Oh. Ich glaube, die Tränen sagen schon alles. Das hat uns wirklich sehr gefreut. Und Audel meinte, oh nee, nicht schon wieder dieses Geheule. Ich bin momentan sehr, sehr sensibel. Okay, warte, du meine Gästinnen. Ja, auf jeden Fall will ich mich nochmal bedanken und grüße deine Familie ganz, ganz lieb von mir. Jetzt zeigen wir ganz kurz mal die Sachen, die wir für Lia gekauft haben. Wir haben, glaube ich, 60 € ausgegeben.
Okay, dann gibst du mir die Sachen, aber langsam, ja? Langsam. Und zwar haben wir zweimal diese Pampers Premium Protect gekauft. Philia, direkt zwei Packungen. Oh, wow, Nabu. Schau mal das. Das ist von mir an. Dann habe ich für mich so ein Duschgel gekauft. Papaya und Hibiskusduft. Das riecht sehr, sehr gut. Ich habe es auch direkt gerochen. Kostet nur 50 Cent oder so. 50 Cent. Ja. Dann haben wir für Lia einmal so eine Haarbürste gekauft, also so ein Haarbürstenset mit einem Kamm. Ja, nichts Besonderes. Dann habe ich viermal diese Maxi-Binden gekauft. Da sind jetzt 12 Stück drin, extra lang mit Flügeln. Ich weiß nicht, ob die gut sind. Wenn ihr die benutzt habt, dann könnt ihr mir das ruhig schreiben. Ich habe jetzt die genommen. Die kosten nur 50 Cent, voll billig, ne? Ja. Dann für Lia dieses Aptamil Trinkfertig. Da haben wir drei Packungen mitgenommen. Das hatten wir auch bei Lia, Lina. Ja, ich verwechsel die Namen jetzt schon. Das hatten wir auch bei Lina. Das, genau, falls meine Brüste so sehr wehtun, dass ich nicht stillen kann oder so. Dann habe ich einmal, also zweimal diese Spülung mitgenommen. Intensivpflege, Honig und Vanille. Strapaziertes und geschädigtes Haar, auch von Isana. Dann von Isana so ein Berry Love, so eine Feuchtigkeitspflege, das kommt in meinen Koffer rein. Dann für Auder Magnesium 500er, das nimmt er wegen seinen Beinen. Der hat ja O-Beine. Deswegen muss er das nehmen. Dann einmal Fencheltee, hier stand jetzt leider kein Alter dran, also ob man das ab Geburt geben kann. Ich weiß auch nicht, ob man das ab Geburt geben darf. Ja. An der Bar. Ja. Auf jeden Fall ohne Zuckerzusatz. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ab dem wievielten Monat man das geben darf. Hab ich schon mitgenommen. Oh oh, das ist ausgelaufen. Scheiße. Waschmaschinenreiniger, das werde ich auch jetzt direkt benutzen. Das ist nämlich auch ausgelaufen. Genau, dann nochmal Aptamil. Und nochmal. Wir haben jetzt drei. Ich wollte eigentlich nur zwei, aber dann meinte, komm, nimm drei mit. Dann, übrigens, bei Dina hatten wir auch drei. Dina hat aber nur zweimal davon rausgetrunken, also eine Packung leer getrunken. Dann Kosmetiktücher fürs Krankenhaus. Dann einmal diese Bürste. Ich habe nämlich Ninas Schuhe letztens damit sauber gemacht mit unseren. Und den muss ich natürlich jetzt entsorgen. Dann habe ich für mich von Lansino Stilleinlagen gekauft. Ich liebe die. Ich weiß, es gibt auch die billigen davon, aber ich mag die total. Und ich habe noch die Stilleinlagen, die man 150 Mal benutzen kann, von Terraline. Und das werde ich auch benutzen, aber ich dachte mir, wenn ich doch nicht klarkomme. Ja. Aha. Ja. Soll ich das auch machen? Ja. Ja, bringst du mir eine Schere? Damit ich das schneiden kann. Dann noch eins für sie, wenn sie meins, wenn sie auch eins möchte. Dann nochmal Pampers. Dann einmal meinen Lieblingsrasierer, Simply Venus. Dann einmal Zahnbürsten für Audit und mich. Lina, du machst dich gleich wieder aua aua. Dann nochmal Maxi-Binden wegen dem Wochenfluss. Dann für zu Hause von Isana eine Seife. Da steht jetzt drauf Home Sweet Home. Kannst du bitte das Licht ausmachen im Badezimmer, Lina? Dankeschön. Das sollst du nicht anlassen. Dann habe ich für mich ein Deo mitgenommen. Ich liebe die von Impuls. Dann für Auder zweimal Bruno Banani. Der hat sich jetzt zwei verschiedene gekauft. Ah, eine Deine! Ja. Dann mein Lieblingsshampoo für Babys. Das riecht so gut. Ihr müsst mal nachschauen, ob ihr das bei eurem auch habt. Aber das gibt es eigentlich überall.
Dann Brustwarzensalbe für Mami. Ich hoffe so sehr, dass ich sie stillen kann. Dann nochmal zwei. Oh, der meinte, was willst du mit so viel? Dann meinte ich, erinnerst du dich nicht, wie mein Wochenausfluss war damals? Und dann das letzte ist. Die Tüte ist nass. Mein Shampoo, Anti-Schuppen-Shampoo von Fruchtis. Fruchtis. Ja, das war's auch. Mehr haben wir nicht gekauft. Wir haben noch Getränke gekauft und das war's auch. Ja. Und was brauche ich jetzt noch? Ich brauche noch Unterhosen. Die muss ich kaufen. Fürs Krankenhaus. Und ich bin auch gerade meinen Koffer anpacken. Ich habe gerade geschrieben. Wenn mein Handy so oft klingelt, kann es nur was Wichtiges sein. Oder auch, wer hat geschrieben? Nee, E-Mails. Toys R Us. Ja, Toys R Us. Du willst uns nur Blöde machen. Dankeschön. Hauptsache, hier guckt was raus. Ja, mehr haben wir ehrlich gesagt nicht gekauft. Schnuller und Flaschen haben wir alles. Was soll ich da noch Großartiges kaufen? Findet ihr nicht? Also findet ihr, das reicht? Oder meint ihr, da fehlt noch was? Eine Bauchsalbe habe ich ja noch von Nina. Eine Eis. Ja, das ohne Barnier geht durchs Hinein, das ist ausgelaufen. Das kommt auch ins Badezimmer. Ja, ich packe jetzt mal die Sachen natürlich weg, ne? Und dann mal schauen, was ich wo reinordne. Wir werden auf jeden Fall einen Schrank in der Küche noch leer machen. Und zwar da, wo unsere Teller für die Gäste sind. Aber ich finde das total unnötig. Das nehmen wir dann mit in die neue Wohnung und benutzen das dann da. Da kommen dann die ganzen Sachen von Nina und Lia rein. Also Fläschchen, Teller, Besteck, alles Mögliche. Was, Herr Schatz? Was? Ja, ich hau das mal kurz weg und dann melde ich mich wieder bei euch. Sorry Leute, ich habe versucht vergessen, die Sachen zu zeigen. Und zwar einmal Glasreiniger. Ich weiß, wir benutzen eigentlich immer von Besti das. Aber wir waren jetzt... Ich wusste nicht, dass wir danach noch zum Türken fahren. Deswegen habe ich das mitgenommen. Dann einmal noch eine Spülung von Isana. Und Olga hat das mitgenommen, Breath Power, obwohl wir zwei Stück noch haben. Ich weiß gar nicht, warum der das geholt hat. Naja. Der hat, glaube ich, die Tage so richtig was vor. Wir müssen ja die Wohnung natürlich sauber machen, bevor Mausi auf die Welt kommt. Ne, Schatz? Und du da? Kannst dran machen. Freust du dich auf Lia? Ja, der nass. Ja, freust du dich auf Lia? Ja, der nass. So, jetzt räume ich aber hier auf. So, ihr Lieben, ihr wisst ja, ich will natürlich nach der Geburt wieder einen flachen Bauch haben. Und ich habe jetzt von dem Tummy Tucker hier dieses After Pregnancy Teil bekommen. Das muss man um den Bauch rum machen. Ich zeige es euch, mal. Chima nennt das jetzt Größe M. So, bitte schön, euch. Ja, bitte. Ja, genau, das macht ihr dann dran. Und dann wieder euren flachen Bauch. Da bin ich echt gespannt. Ich werde das auf jeden Fall ausprobieren. Ich werde gerade, ich hoffe, das passt mir. Stellt euch mal vor, das passt mir nicht. Ja, das ist auf jeden Fall von Tummy Tucker. Und ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Ich habe jetzt schon von so vielen gehört, dass sowas helfen soll. Und es gibt Größe XS, S, M, L, XL. Genau. Also so sieht das aus nach der Geburt. Und wenn du das Tummy Tucker benutzt, sieht das dann halt so aus. Das kann ich euch aber erst sagen, wenn ich das selbst getestet habe. Also spätestens nach anderthalb Monaten. Und dann haben die mir noch zwei Brillen zugeschickt. Und zwar ist das für Kinder. Das sollen die wohl anziehen, wenn die mit dem Fernsehen beschäftigt sind oder mit dem Handy, mit dem Laptop.
Und das soll wohl schützen. Das habe ich noch nie gesehen, sowas. Das ist jetzt von 7 bis 16. Das wollte ich meinem Bruder geben, Furkan. Das trägt man dann so. Ach du Scheiße, wie ich aussehe. Und das schadet dann wohl nicht. Ich wusste das auch gar nicht, dass es sowas gibt. Und dann haben die mir dasselbe nochmal geschickt. Das ist jetzt von Funkern. Und das andere hat Lisa schon aufgemacht. Sie trägt das auch die ganze Zeit. Die Firma ist auch aus Schweden übrigens. Da ist jetzt so ein Tuch dabei gewesen zum Saubermachen. Einmal diese Hülle und einmal die Brille. Das ist dann für kleine Kinder und das passt denen auch perfekt. Genau, falls ihr Interesse an sowas habt, wenn ihr sagt, mein Kind sitzt jetzt zu oft vor dem Fernsehen und ich will nicht, dass mein Kind so oft vor dem Fernsehen sitzt und wenn, dann soll er oder sie diese Brille tragen, dann kann ich euch das nur empfehlen. Genau, ich verlinke euch das mal unten in der Infobox. Protect your eyes. Huch! Du kannst ja jetzt mit 14, dann passt das, dann kann er das 2 Jahre lang benutzen. Ja. Und dann kann Lina das benutzen. Und ich benutze das. Ich bin mal gespannt, wie das ist nach der Geburt. Habt ihr sowas selbst benutzt nach der Geburt oder habt ihr das nicht benutzt? Glaubt ihr an sowas? Könnt ihr mir ja mal schreiben. Hier steht auf jeden Fall von Ärzten und Gynäkologen empfohlen. Da bin ich echt gespannt. Ich muss mal meine Hebamme fragen, was sie dazu sagt. Aber ich habe wirklich nur Gutes gehört. Auch auf Instagram und so lese ich das voll oft. Ja. Und sonst habe ich jetzt Lias Schrank gepackt. Ich zeige euch das mal kurz. So sieht jetzt Lias Schrank ganz unten aus. Ich habe jetzt hier die Pampers. Hier sind meine Einlagen. Die werde ich aber natürlich umpacken, ne? Hier kommen dann nur Pampers hin. Und dann habe ich noch alles Mögliche hier reingepackt. Ein Fanschild hier habe ich auch hier reingetan, bis wir das in der Küche halt umsortieren. Dann habe ich hier auch die Sachen, die Spucktücher. Dann habe ich hier die Kopfkissen, aber eins von den Kopfkissen muss ich jetzt wegpacken, weil das noch zu groß, also Lea dafür noch zu klein ist. Hier habe ich halt die ganzen Lätzchen, die Schnuffeltücher, alles mögliche. Das sind Klamotten, die zu groß sind noch. Die muss ich auch wegpacken. Was haben wir hier? Hier sind Lias Pampers. Wisst ihr, warum das hier so aussieht, Leute? Weil Lina jedes Mal diese Pampers raussucht. Birthday Pampers, sagt sie dazu. Sie will die anderen Pampers nicht anziehen. Dann haben wir hier Lias Schrank. Ich habe euch ja letztens hier die Sachen gezeigt und ich habe gesehen beim Bearbeiten, dass man das sehr schlecht erkannt hat. Dass man das nicht so gut erkennen konnte. Auf jeden Fall sind das die 2 Glasflaschen gewesen, die ich euch gezeigt habe. Die sind jetzt von 3 bis 24 Monaten. Dann war das der Schnuller, dieser Kautschuk-Schnuller. Und voll viele meinten auch, dass der sehr, sehr gut sein soll. Ja, den bekommt man, glaube ich, auch in der Apotheke, ne? So einen Kautschuk-Schnuller. Dann haben wir hier die 2 Packungen haben die uns geschickt von den Schnullern. 0 bis 6 Monate. Deswegen habe ich heute auch keine Schnuller gekauft. Ich will erstmal die testen, ob Lia die nehmen wird. Huch, warum geht das jetzt nicht wieder rein? Und dann noch diese Flasche, das ist jetzt aus Plastik, also ist kein Glas. Und dessen Kappe ist so. Und da ist noch ein Silikon. Oh Mann, ein extra Ding drin. Mundstück. Oh Mann. Ja, das werde ich dann auch alles in den Schrank packen. Wir haben hier so viele Sachen für Lia. So. Ich habe heute ihre Bodies geordnet. Das sind die großen, die unten, und das sind die kleineren. Ja, Lia hat wirklich genug. Ich finde, das reicht auch. Und hier sind dann die restlichen Sachen. Ich kann euch mal zeigen, was ich bis jetzt in meinen Koffer gepackt habe. Und zwar im Koffer sind jetzt drin 2 Schnuller. Die muss ich noch sterilisieren. Nennt man das sterilisieren? Ja, ne? Genau, die 2 Schnuller, dann die Schnullerkette. Dann habe ich hier Lias ersten Anzug. Das ist der Anzug, den ich gekauft habe, wo ich Auder mit der Schwangerschaft überrascht habe. Deswegen habe ich diesen Anzug reingepackt. Dann die Mütze. Die Socken,
Und zur Sicherheit nochmal eine Strumpfhose, weil ich nicht weiß, wie das Wetter wird. Dann diese Jacke und zwei Jogginghosen, die ich bei Ernst Jungs Family gekauft hatte. Das habe ich euch ja gezeigt. Dazu kommt jetzt noch hier das. Danach meine Zahnbürsten. Also meine Zahnbürste, aber da kriegt ihr auch eine. Dann meine Lippenpflege. Ich tue jetzt beide hier rein, damit ich weiß, wo ich das reingetan habe. Und die Deos tue ich auch hier rein schon mal. Ja, und dann kommen halt noch Unterhosen und sonst was rein, ne? Was man so weiß. Aber dazu werde ich ein extra Video drehen, weil ihr das ja wolltet. Ja, wie man sieht, wird der Koffer schnell voll. Aber was muss, das muss. So, Lina darf jetzt noch 15 Minuten mit dem iPad spielen. Und danach geht sie auch schlafen. Und ich muss die Küche aufräumen. Oh, da hat ja heute Pommes gemacht. Der ist auch morgen zu Hause wieder. Mal schauen, was wir morgen machen. Der ist jetzt draußen mit seinen Freunden. Der meinte, soll ich heute oder morgen gehen. Und dann meinte ich, gehen heute, damit wir morgen den ganzen Tag dann zusammen sind. Obwohl, ich glaube, morgen hat er auch einen Termin von 13 bis 16 Uhr. Mal schauen. Ja. Genau. Ja, sonst freue ich jetzt hier auf. Und dann geht auch Nina schlafen. Ja, ich weiß auch gar nicht, wo mein Handy ist, ehrlich gesagt. Ich lasse mein Handy momentan überall liegen.